So, meine lieben Freunde, servus und herzlich willkommen zum Nazi-Simulator 3000. Nein, natürlich nicht, sondern zu Wolfenstein Youngbloods. Herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Ja. Und wenn auch du ein Nazi-Vernichter sein willst, dann möchte ich dir jetzt die Chance dazu bieten, nämlich... Ihr könnt einmal Wolfenstein Youngbloods für die Plattform eurer Wahl hier auf diesem Kanal gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video bewerten, einen Kommentar hinterlassen. Natürlich für welche Plattform, am besten die deutsche oder die internationale Version und warum wir euch ziehen sollen. Aber lange drumherum geschwafelt. Jetzt möchte ich natürlich noch schauen, was die Ding betrifft. Gameplay. Ja, den HUD machen wir an. Aus. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch mit mir dieses Spiel zocken. Wenn ihr Bock habt. Aber starten wir. Let's go. Okay. Sie. In Gold. Den. So, bitte für das Intro. Viel Spaß. Konzentrier dich, Jess. Komm schon. Was ist das? Ein Dickhornschaf. Keine Ahnung, was das hier will. Hat bestimmt seine Herde verloren. Fünf noch. Sieht ängstlich aus. Ja. Hat sich wahrscheinlich im Sturm verirrt. Weiß nicht recht. Kann ich schießen? In solchen Momenten musst du deine Umgebung genau beobachten. Du wirst eins mit dem Visier und
konzentrierst deine Aufmerksamkeit auf einen winzigen Punkt. Und nimmst immer noch deine Umgebung wahr, Liebes. Ja. Okay, gut. Was kannst du spüren? Dass es bald regnet. Gut. Was noch? Ich weiß nicht, da ist ein Rudel Kojoten ungefähr 100 Meter nordöstlich von hier. Füll's noch, Sophia. Kick! Kick! Die Hände hoch. Nochmal. Nein, ich kann nicht mehr, Mama. Dann stirbst du. In diesem Moment haben sie dich. Wir sterben, weil wir es zulassen. Du kämpfst gegen einen großen, indoktrinierten Germanen, der den Schmerz eine Sekunde länger aushält. Und dann bist du Geschichte. Wann hört es auf, Mama? Hör zu, Liebes. Überleben bedeutet, das Leid anzunehmen, es mit sich zu tragen. Okay. Los, jetzt fünf noch. Jetzt. Noch fünf. Hey, keine Kraftausdrücke. Papa? Ja. Was noch? Papa? Gehst du? Oh Gott. Oh Gott. Situationsbewusstsein rettet dir das Leben. Komm jetzt, schieß, bevor es regnet. Hat wer Hunger? Sieh dich nur an. Sehr gut. Alles klar bei euch? Wow, gut für dich, Kenneth. Ich dachte schon, dir fehlt der Killerinstinkt. Leck mich, Arthur. Hey, ihr zwei, seid nett zueinander. Was? Das ist ein Kompliment. Halt die Klappe. Unsere Mädchen sind junge Frauen geworden. Wann ist das passiert? Was hast du denn, Schatz? Ich muss aus dem Regen raus. Skalpell? Ihr zwei seid also Schwestern, c'est bien ça? Zwillingsschwestern. Und euer Vater ist der berühmte Captain Blazkowicz persönlich? Außer Abby hier. Sie ist eine Freundin der Familie. Wir wissen, dass er hier war, Ma'am. Er hat hier etwas gesucht. Und dann half er uns gegen das Regime. Aber auf einmal war er weg. Plus de terre, s'il te plaît. Hast du Antibiotika, Jacques? Oh, armer Jacques, er ist stumm. Was willst du mit Antibiotika? Er hat eine Bauchfellentzündung. Und woher weißt du das? Wollner Unterleib, schnelle Atmung, sein Bauchfell ist schwer entzündet und das kann Sepsis und Tod zur Folge haben. Er braucht Antibiotika. Oh, komm mal her und hilf mir, hm? Ich verzichte. Ma'am, bitte. Jeder hier nennt mich Juju. Hilfst du uns, ihn zu finden, Juju? Ihr tragt Motorrüstungen? Ja. Yep. So etwas haben wir hier nicht. Schon mal geschossen? Absolut. Habt ihr schon mal Nazis getötet? Wir sind geboren, um Nazis zu töten. Hast du gehört, Jacques? Geboren, Nazis zu töten. Wir haben keine Nazis getötet. Ja, Arthur, aber das muss ich ja nicht wissen. Also schön. Ich hätte da einen Auftrag für zwei ausgemachte Großwildjäger wie euch. Nachdem Berlin
enthoben hatte, wurde ein neuer General geschickt, um den Aufstand in Paris niederzuschlagen. Er hält sich auf einem Zeppelin mit dem Namen der Nachtfalter auf. Tötet ihn. Dann suchen wir weiter nach eurem Vater. Den töten. Nein, wirklich, Arthur, wie ist der Plan? Ein sauberer Schuss von hier oben? Du musst doch so viel lernen. Du wirst ihn verfehlen. Einen Scheiß muss ich lernen. Ja, ja, wir müssen versuchen, näher ranzukommen. Klettere darunter. Ich schleiche mich von links an, du von rechts. In die Enge treiben und töten. Hey, heulst du etwa? Ich heule nicht, mir ist nur etwas übel. Bist du mir jetzt hier um? Niemals. Dann mal los, kleine Miss Blazkowicz. Mach einfach, was deine Eltern tun würden. Keine Bewegung! Was hast du noch bereit? Was, wenn Papa verletzt ist, irgendwo verblutet? Wir schaffen das. Wir finden ihn. Machst du Witze? Wir kriegen das hin, Schwesterherz. Scheiße, ja. Denkt dran, Mädels. Ihr seid die Töchter des Mannes, der dieses Dreckschwein Heiler getötet hat. Das hier ist eure Bestimmung. Euer Ziel, General Winkler, müsste sich im vorderen Teil des Zeppelins aufhalten. Verstanden, Äbster. So, dann legen wir mal los mit diesem Let's Play. Infocomputer. Okay. Feind im Anmarsch. Okay. Ich brauch doch die. Das Waffendraht. Hier ist nichts. Ah. Geteiltes Leben, ja, das habe ich schon in den Reviews gelesen. Es gibt ja geteilte Leben. Ich weiß kein Spiel, wo es das noch gibt.
Wir erledigen Regimebastarde auf einem verfluchten Zeppelin. Ich wünschte, Papa könnte uns jetzt sehen. Ein vor uns. What the hell? What the hell? Und es macht schon wieder Laune. Wir wollen noch ein paar auf die Fresse. Da habe ich einen gesehen. Oh, da habe ich auch einen gesehen. What the hell? Jazz? Okay. Den habe ich nicht gesehen. Rüstung. Ist natürlich nice. Silbermünzen. Damit sind wir Gegner oder anderswo im Spiel. Okay. Keine Diskette. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Hier drüben ist was richtig Cooles. Ich bin unterwegs. Just Moment. Wo war was richtig Cooles? Zahlenfeld. Hey, bin gleich da, Schwester. Hast du nur Zeit? Wir brauchen wohl einen Code für diese Tür. Mal sehen, ob wir ihn finden. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch mehr finden. Und eine Zeitung? Ich muss gestehen, ich habe The New Colossus ja auch gezockt, aber noch nicht komplett. Wir müssen einen Computer zum Entschlüsseln suchen. Okay. Ich hab den Code Jess. 8431. Nicht. Hier ist verschlossen.
General Winkler. Wie kann Computer so klein sein, wo doch so viel Wichtiges da drauf ist? Wieso wurden diese dämlichen Mädchen noch nicht aufgehalten? Die sind doch keine Bedrohung für unsere besten Soldaten, oder? Winkler, Ende! Da ist einer. What the hell? The fuck? What? Rüstung bitte. Brauchen wir. Nobel. Das hat schon mal sehr gut geklappt. What the hell? Gibt's hier gut, Jess? Also das mit der KI und mit der Wiederbelebung klappt eigentlich fantastisch, muss ich sagen. Ich habe schon einige Reviews gelesen. Wo es geheißen hat, es klappt nicht so, wie es klappen soll. Jetzt suchen wir noch nach Münzen und Rüstung und what the hell. Brauchen wir ja alles. Das ist kein Far Cry. Kein wo? Dieses Geräusch. Wunder dich nicht von der Stelle! Nice. What? Okay.
Okay. Ja, dann kann ich sie nochmal verbessern. Okay. Kannst kaum erwarten, Nazis zu töten. Das stimmt. Was ist das für ein Gewehr? Einfach ein Sturmgewehr, okay. Ah, wir haben es in unserer Waffensammlung, sehr gut. Rüstung voll. Und das. Alles in Ordnung, Jeff? Absolut bestens. Dann können wir. Ah, wieder geteiltes Leben. Ist natürlich nie falsch. Hier bekommst du jede Menge Material. So. Ja, ich hoffe nur, dass ich Zeit finde, alles aufzuschreiben. Oh, das ist ja seltsam. Also wir sehen, sorry, wir spielen die geschnittene Version. Also die geschnittene Version im Prinzip im Fall von Symbolen. Der Rest ist ja komplett uncut. Aber ich habe ja das Video. Wow. Weiter so, Schwester. Ein Kommandante. Ich weiß. Hat der auch wieder Enigma-Codes? Aha. Dann kann ich hier sogar die Waffen auswählen. Das ist ja mal nice. Hier ist noch was. Die Tarnung. Dann kann ich mich jetzt tarnen, oder wie? Wo ist meine Schottie da? What? Die Küche kenne ich aus dem Trailer. Ach, du bist es. Gesundheit voll. Irgendeiner schießt. Wow. Holy shit. Nein. Hab sie! Da drüben! What? Gott, sie sind wieder. What the hell? Fuck. Oh, die Nazis sind scheiße robust. Holy shit. Jetzt
brauche ich ein anderes Gewehr. Boah. Holy shit! Gib auf, fucking Nazi! Der Kampf mit dem Tod. Holy shit! Schon wieder irgendwelche Verbesserungen. Was kann ich denn verbessern? Waffen. Kannst du mir hier mal eben helfen? Wir haben was wie? Ach so. Was sagt denn die Zeit? Ja, mach mal die Tür noch auf, dann beendet man den Part. Hast du Angst, Jess? Seh ich so aus? Schon in Ordnung, Jess. Ich hab auch manchmal Angst. Ich versichere dir, dass keiner jemals weniger ängstlich aussah als ich! Powersprung. Ach, der Doppelsprung. Hier spricht General Winkler. Diese Mädchen werden langsam wirklich lästig. Haltet sie auf, bevor ich es selbst machen muss. Winkler, Ende! Ja, und nu? Irgendwie müssen wir da ja weiterkommen. Und habe ich was übersehen. Nee, habe ich nicht. Jetzt brauche ich dich noch mal kurz. Aha. Moment. Tutorial, das brauche ich noch mal. Also A und nochmal A, okay. Aha. Mega cool. Aber jetzt werde ich die Folge auch schon beenden. Die erste Folge Wolfenstein Youngbloods. Bis zur nächsten. Euer Sucker.